Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal wieder zur nächsten Kartenlegung. Heute haben wir Freitag. Draußen ist es schon wieder dunkel und düster. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Aber bei mir liegt es ja immer in dem Umfeld, ne? So, ich habe gedacht, heute lassen wir einfach mal so auf uns zukommen. Was liegt hier? Was könnte wichtig sein, ne? So, da habe ich schon aus dem Licht- und Schattenkartendeck von der Lucy Cavendish und der Jasmine Beckett Griffith habe ich mal zwei Karten gezogen. Ne? Da lese ich jetzt mal vor. Die drei Parzen kamen. Ne? Nicht schon wieder. Viele von uns haben schon schwere Zeiten im Leben durchgemacht. Manchmal aber beeinflusst uns eine solch negative Erfahrung derart nachhaltig, und das ist oft bei toxischen Leuten der Fall, wenn du die um dich hast, dass noch Monate oder gar Jahre nach dem Ereignis physische, also körperliche, psychische oder spirituelle Spuren bestehen bleiben. Ja. Solange wir aber mit der Energie einer negativen Erfahrung schwingen, und das haben wir, wenn wir es mit toxischen Leuten zu tun haben, neigen wir dazu, aufgrund des Resonanzprinzips ganz ähnliche Erfahrungen erneut anzuziehen. Ne? Ja, hier will uns diese Karte auf karmische Muster aufmerksam machen, damit wir uns damit auseinandersetzen, es verstehen, aktiv daran arbeiten können, von diesem Einfluss, und oft sind das toxische Leute, auch zu befreien. Ne? Da ist ja immer dasselbe, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ja, es mag uns vorkommen, als seien andere für unser Schicksal verantwortlich, die hängen ja an einem dran, als würden die die Fäden spinnen und die Ereignisse weben. Wenn sich das Gefühl einstellt, dass wir nicht die Kontrolle über die Ereignisse in unserem Leben haben, und das ist so, wenn man toxische Leute um sich hat, weil die alles dirigieren, es aber doch voll und ganz selbst in der Hand haben, wie wir darauf reagieren, wir können gehen, dann zeichnet sich ein von Intelligenz und Reife geleitetes Lebensverständnis ab. Mit den Energien der Karte Schicksal, Fügung und Glück, ja, das sind diese drei Paten, ja, und ihrem sich beständig drehenden Kamerad verstehen wir, dass das Schicksal unaufhörlich neue Wendungen einschlägt. Ich habe hier ein neues Leben, und unser Leben bestimmte Themenkreise immer wieder vom Neuen durchläuft. Ne? Wenn du es mit toxischen Leuten zu tun hast, dann ist immer das ein und selbe. Die tun immer das ein und selbe, ne? Und du wirst immer wieder in diesem Hamsterrad da gefangen gehalten, ne? Ja. Ja, hier hat dich wieder ein altes Muster eingeholt. Aber hier kommt es zu einem bedeutsamen Ende und einem Neubeginn. So, da gucken wir jetzt mal. Ne? Du willst das auch nicht mehr mitmachen, diese immer währenden selben Dinge, ne? Ja, dass die Hexe am Ende der Welt. Es erwartet dich eine sehr bedeutsame Veränderung, die wohl dich wahrscheinlich aus diesem Hamsterrad rausholt, ne? Auf persönlicher oder globaler Ebene. Die Energiequellen, Systeme, Beziehungen, die Gesetzgebung, die Wirtschaft, Werte und Glaubenssysteme betreffen kann, also auch im Außen, ne? Doch es gibt keinen Grund zur Furcht. Nach einer rauen Überfahrt bei Wind und Wetter kommst du sicher auf der anderen Seite an. Veränderungen sind Teil unserer Reise in eine Welt mit fünf Dimensionen, auf eine friedlichere Ebene, auf der der Schatten sowie das Licht geliebt und angenommen wird. Alles ist gut, ne? Ja. Hier kommt es zu einer Veränderung, ne? Ja, genau. Ja. Die Veränderung, die hat auch bereits begonnen. Das Einzige, was wir doch tun können, ist, uns auf die Veränderungen vorzubereiten und Lösungen für die als sich abzeichnenden Herausforderungen zu finden. Ne? Also du sollst aus diesem Hamsterrad herauskommen. Ne? Die Veränderung ist auch notwendig, zum Beispiel wenn du viel mit toxischen Leuten zu tun hast oder toxische Partner hattest. Ne? Die ziehen dich in einen tiefen Kreislauf von Negativen herein. Ne? So, und das sollst du halt eben raus. Da landest du im Burnout. Ne? Und selbst wenn du im Burnout gelandet bist, machen die weiter. So, und deswegen muss es hier zu einem Ende kommen und zu einem Neubeginn, damit du wieder auf die Füße kommst. So, jetzt habe ich noch die Am Arsch vorbei geht auch ein Wegkarten von der Alexandra Reinbart. Von Doreen Vertue, Dreadlight Valentine, die Feen. Ja? Und habe noch die
Tarot von der Angelina Schulze. Ne? Hier könnt ihr gucken, so sieht das aus. Ne? Also hier soll es zu einer Veränderung kommen, die in etwas Besseres führt. Ne? Die Toxischen, die halten uns ja oft in diesem Hamsterrad da gefangen. Ne? Ja. Was haben wir denn hier? So, es sind schon gleich welche rausgefallen. Fangen wir mal an. Ne? Ja. Ja, erwarte Absätze auf langfristigen Erfolg. Du bist in einer Reifungsphase, ne? Zieh Schritt für Schritt Bilanz und baue dir was auf, ne? Hier kommt eine neue, erfüllende Liebe auf dich zu, wo es zu einer langsamen Entwicklung kommt, ne? Auch beruflich, ne? Geduld bringt gute Ergebnisse. Dann bist du gefallen, König der Stäbe oder Königin der Stäbe, ne? Ja? Witterschütze. Witterschütze Löwe eventuell, muss aber nicht sein, ne? Ja, den Herausforderungen stellst du dich halt eben immer, ne? Vielleicht kriegst du auch in jedem Beruf mit so einer Person zu tun, ne? Bleib überall deinen Überzeugungen treu. Sei voller Zuversicht und Vertrauen, ne? In Gott und in dich. Also hier kommt es zu einer neuen Beziehung auch, ne? Vielleicht möchtest du auch eine Beziehung beenden, die wohl sehr negativ für dich war, ne? Wo immer wieder dieselbe Muster waren, ne? So, das hört auf, da kommt eine neue auf dich zu, ne? Da ist auch gegenseitiges Vertrauen, da kannst du hin bis zur Heirat gehen, ne? Beruflich findest du deine Berufung. Wenn etwas schlecht war, wenn du in einer toxischen Beziehung warst, da geht alles kaputt, du endest im Burnout, schwer krank, bettelarm, ne? Ja. Und wurdest auch nicht gut behandelt, ne? Dann ist das ja schön, was da jetzt kommt. Ja, du hast die Chance, dann wieder was zu unternehmen, ne? Zu entfalten, zu wachsen, ne? Eine neue Liebe, Chance auf Entfaltung und Wachstum, ne? Und beruflich auch neue Aufgaben, ne? Ja, Neubeginn, ne? Sagt die Ass der Stäbe, ne? Wie die anderen Karten auch. Ja, da kannst du wieder feiern. Hier kommt eine neue Liebe auch auf dich zu. Sollte dich die alte Liebe nur belastet haben, ne? Das ist ja bei toxischen Partnern grundsätzlich vom Anfang bis zum Schluss so und wird auch immer schlimmer. Hier kriegst du eine Liebe, wo Offenheit und Geborgenheit auch mal für dich herrscht, ne? Wo alles harmonisch läuft, ne? Wo du lieber Lebensfreude hast, ne? Neue Kontakte, auch beruflich, ne? Ja, du sollst an deinem Ziel ankommen im Namen Gottes, ne? Ja? Ja, also hier wartet die wirklich große Liebe auf dich, ne? Du gehst raus aus diesem ganzen negativen Hamsterrad, ne? Auch in der Liebe, findest deine große Liebe, Glück, Erfolg, Harmonie, ne? Eine Lebensgemeinschaft, ne? Vielleicht ziehst du um, auf jeden Fall findest du mal deinen Platz in der Welt, ne? Also das kommt jetzt auf dich zu. Beruflich deine Berufung, ne? Im Namen Gottes. Mit diesen toxischen Leuten läuft immer alles gleich, ne? Hier sind drei rausgefallen. Holen wir die mal gerade. Ja, da hast du Entbehrungen schon wieder mal, ne? Zum 25. Mal, finanzielle Engpässe, immer im Härtetest, immer im Mangel, immer im Verlust, ne? Ja. Du hast eventuell eine Partnerschaft oder bist in einem Leben, ne, wo du überall zu kurz kommst, dich ungeliebt fühlst, Rangunterschiede, ne, die Partner, die herrschen ja auch meistens über dich, ja, beruflich, Mangel, Durststrecke, schlechte Bezahlung, ne, ja, das sollst du raus, ne. Du sollst deine Ideen wieder umsetzen können, Aufgaben zu Ende führen, Ordnung schaffen, ne. Eine richtig feste Beziehung, wo du auch Sicherheit hast, ne? Das hast du zum Beispiel bei toxischen Partnern gar nicht, ne? Da bist du bei allem im Mangel. Mangel an Liebe, Mangel an Geborgenheit, Mangel an Sicherheit, Mangel an Geld. Da passt gar nichts, ne? Ja? Hier kommt eine neue feste Beziehung auf dich zu, auch beruflich. Du gehst in den Neuanfang, ne? Der wohl noch in den Kinderschuhen steckt, ne? Du kriegst einen ehrlichen, bereichernden, hilfsbereiten Partner. Diese toxischen Leute, die hängen ja wie ein Bauklotz an dir, ne? Wie ein schwerer Stein, ne? Beruflich solide Vorschläge. So, da gucken wir mal weiter. Also hier wird in der Liebe und im Insgesamten wird sich alles ändern,
Ne? Ja. Wer mit toxischen Partnern zu tun hatte oder noch zu tun hat oder mit Familie, der weiß, dass die an einem hängen wie ein schwerer Stein. Ne? Ja. Hat sich einer rumgedreht. Im Namen Gottes. Ja, du befindest dich in einer Winterlandschaft. Insgesamt, ne, wo sich alles im Kreis dreht. Ja, du kriegst aber Informationen, die dir helfen kann. Ja, die Wahrheit, fasst du in liebevolle Worte. Du bist ein Indigo-Kind, ne? Ja, oder Kristallkind, ja. Deswegen wurdest du gewählt, weil du alles so tust, ne? Ja, bei dir kam es zu einem Erwachen, ne? Immer wieder dasselbe, ne? Und täglich grüßt das Murmeltier. Verändere deinen Blick, nimm deine Einzigartigkeit an, ne? Vielleicht musst du deine Aktivitäten vorübergehend unterbrechen, ne? Weil es dir wie mir vielleicht nicht gut geht, ne? Ja. Und setze dich durch im Namen Gottes. Gib das, woran du glaubst, nicht auf und sogar nicht für irgendwelche Leute, ne? Sei mutig und steh für dich selbst ein, ne? Im Namen Gottes. Bitte auch andere um Hilfe. Du hast nur Arbeit und gerade so mit diesen toxischen Partnern oder so. Du hast überhaupt gar kein Vergnügen mehr. Da dreht sich alles nur noch um die und den ihren Scheiß, ne? Ja, du hockst verflattert, du kannst dich nicht richtig mehr um dich selbst kümmern, ne? Wie Aschenputtel, ne? Bist niedergedrückt durch ein zu hohes Maß an Verantwortung, ne? Das ist auch durch diese toxischen Leute, ne? Die laden dir ja alles auf und wenn du drunter zusammenbrichst, dann laden die dir noch was auf, ne? Ich bin ehrlich, hab die gefressen, ne? Die richten nur Schaden an. Ja, Unentschlossenheit scheint dich noch zurückzuhalten. Entscheide dich für das, was am besten für dich ist, ne? Anstatt den Versuch zu machen, anderen jetzt gefällig zu sein. Das nutzen diese toxischen Leute ja auch aus, ne? Oft ist es so, dass man das lange alles schon nicht mehr machen möchte, aber dass man das dann aufgezwungen bekommt, ne? Ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, gefangen zu sein, ne? Trenne dich von unehrlichen Verbindungen jedweder Art. Die gehen ja schon unehrlich Beziehungen ein, diese toxischen Leute, ne? Denen geht's nur darum, du bist so denen ihr Sklave, denen ihr Bedürfniserfüller, ne? Ja. Das wolltest du mal haben, aber jetzt hast du erkannt, ne, dass das nicht die beste Entscheidung für dein Glück war, ne? Ja. Genau. So, jetzt gucken wir mal, aber der Neubeginn kommt. Du lernst jemanden Neuen kennen und wenn du zwischen einem toxischen oder einem empathischen, zuverlässigen Menschen zu entscheiden hast, ne, dann entscheide ich auf jeden Fall für den zuverlässigen, weil diese toxischen Leute, die ändern sich nicht, ne? Im Namen Gottes. Gucken wir mal weiter. Ich habe heute Kopfschmerzen, Nebel im Kopf. Stress und Burnout fühlt sich ziemlich ekelhaft an. Deswegen lasst euch nicht von diesen toxischen Leuten da reintreiben. Ja, auf der verzweifelten Suche nach dem Warum, ja, solltest du mal öfter die Augen nach einem Schnurzpieps egal offen halten. Du bist nicht für andere verantwortlich, ne? Ja, das passt alles zusammen heute, ne, im Namen Gottes. Es ist nicht das Gewicht des Rucksacks, das ihn so schwer macht. Das ist die Art und Weise, wie du ihn trägst. Wirf ihm ab, lass ihn stehen. An manchen Tagen fühlt es sich an, als würde das ganze Leben im Chaos versinken. Bei toxischen Leuten kannst du das jeden Tag, ne? Gegen dieses Gefühl hilft ein einfacher Trick, der große Rauswurf. Entrümple deine Bude, ne? Entrümple sie auch von Menschen, die dir nicht gut tun. Schau dich um und wirf raus, was dir nicht mehr gefällt, ne? Ja, dieser Turpet-Wäsche von der Schwiegermutter, der gerabte Kunstdruck, den du nur hast, weil er dir auf dem Flohmarkt aufgequatscht wurde. Ja, und diese negativen Leute, die wohl nur an dir zerren, ne? Weg damit. Und gleich fühlt sich dein Leben wieder übersichtlicher an, ne? Und tschüss. Jetzt ist es raus, wenn ich dran verrecke und bleib auf der Strecke. Das ist hier kein Gag. Und tschüss, du bist weg. Alles, was dich belastet, weg. Kannst du im Neuanfang nicht gebrauchen, ne? Jo, hier haben wir es.
Wer ist dir in deinem privaten Umfeld nicht zu 100% wohlgesonnen? Ein Egoist, der wo alles auf deine Kosten macht, ne? Oder einfach nur dämlich, ne? Willst du mit diesem Menschen eigentlich den Kontakt schon die ganze Zeit abbrechen? Tust es aber nicht, weil es dich zu viel Überwindung kostet, ne? Heute ist es soweit. Schreib eine Liste mit diesen Personen und streich die Top 3 aus deinem Leben. Die Menschen in unserem Umfeld haben einen riesigen Einfluss auf uns. Also umgib dich mit Menschen, die dich zum Lächeln bringen und nicht mit solchen, die dich runterziehen. Ne? Diese toxischen Leute, die ziehen dich ja auch runter. Hm? So, noch eine Karte. Namen Gottes. Ja, und wenn dir danach das Leben mal wieder Zitronen gibt, dann mach Limonade daraus. Ne? Ja. Genau, also du hast hier etwas sehr Belastendes oder belastende Menschen um dich. Ne? Ja, genau. So, jetzt hole ich mal die Würfel. Niemand ahnt es, wie der Würfel fällt. Doch nichts geschieht durch Zufall auf der Welt. Ne? Ich denke, das Schicksal wird dir zur Hilfe kommen, weil der Neubeginn liegt auch da, ne? Jo, hier bist du, ne? Die Frau steht immer für den Fragesteller, Frau oder Mann, ne? Also guck auf dich, ne? Weil du hast zu viel Stress, ne? Durch einen Partner, ne? Die verursachen ja, das sind ja auch meistens die toxischen Partner. Wenn dir jemand nur Stress verursacht, ne? Dann tut er dir nicht gut, da wirst du krank, da fällst du in den Burnout, ne? Ja. Das wird aber wahrscheinlich spontan gekürzt, ne? Spontan kommt der Stress oder auch der falsche Partner weg und du gehst in den Neuanfang, ne? Wo es in kleinen Schritten vorwärts geht. Du hast auch die Schnauze voll, ne? Bei toxischen Partnern hast du nur Unglück, nur Stress, nur Verpflichtungen, nur Arbeit, ne? Wie Aschenputtel. Im Namen Gottes. So, wie geht's denn weiter? Ja, hier habe ich die Spinne, die schwarze Witwe. Hier hat dich jemand vor langerer Zeit mal, jo, in sein Netz gelockt, ne? Ja, hat dich in deine Beziehung reingelockt. Du dachtest, wunderst, was das wäre, aber in Wirklichkeit war das nur jemand, der wo dich eingewoben hat und dich im Netz gefangen hält, ne, wo sich alles immer wieder wiederholt. Jo, toxische Partner halt, ne, die Spinne steht eigentlich für toxische Partner oder Partnerinnen, ne, ja, oder Familien, ist egal, ne. Ja, da dreht sich immer alles im Kreis, du bist an diesen jemand gebunden, vielleicht verheiratet, vielleicht auch beruflich, ne, dieser jemand, der kämpft permanent gegen dich, ne, ja. Du musst alles tun, du hängst da am Hamsterrad fest, ne? Ja, du wirst auch beobachtet, ne? Die Eule, handle weise, ne? So, hier kommt mit Sicherheit, wirst du dich für etwas Neues öffnen und das wird erfolgreich sein, ne? Du möchtest aus diesem Spinnennetz raus. Schwarze Witwen, sagt man ja zu denen, oder Witwer, ne? Die wo dich halt eben verführen, ins Netz locken, jo, und hinterher machen die dir alles kaputt. Ne? Da kommst du nicht mehr raus, die saugen dir deine Energie ab, ne? Jo, vergiften dich mit ihrer Art, ne? Und am Ende fressen sie dich noch. Ne? So, da willst du natürlich raus. Im Namen Gottes. So, was haben wir denn noch? Ja, du bist müde geworden, ne? Durch die ganzen Streitigkeiten, wo du vielleicht mit diesen negativen Leuten da hattest, ne? Wo du dich wie im Hamsterrad gefangen fühlst, ne? Du möchtest deine Freiheit, ne? Ja? Genau. Beobachte auch ganz genau deine Feinde. Du bist viel schlauer wie die, ne? Lass dich da nicht ausnutzen, nicht aussaugen, ne? Du hast es verdient, frei zu sein, ne? Ja, und die Wunscherfüllung, die kommt auch, ne? Also hier kommt jemand Neues auf dich zu. Bleib deinen Überzeugungen treu, ne? Alles wird gut, ne? Der Neubeginn kommt, die Veränderung hat schon angefangen. Das ist im Privaten wie im großen Ganzen, ne? Im Namen Gottes. Oh,
Das ist wunderbar. Der Stern. Hier greift Gott und das Schicksal ein. Das haben wir ja schon in den ersten Karten. Du kannst deinen Blick voller Hoffnung auf die Zukunft richten. Du kommst weg von diesen ganzen negativen Leuten hin zu den richtigen Partnern, hin in dein richtiges Leben, an den Platz, wo du hingehörst. Ja? Genau. Es kommen erfreuliche Veränderungen auf dich zu und die läuten das Ende schwieriger Zeiten ein. Und wer es mit toxischen Leuten zu tun hat, der weiß auch, wie schwierig das mit diesen Leuten ist. Da hast du nie was Schönes, Nie. Ich weiß, von was ich rede, Ich hänge drin. Erfreuliche Neuigkeiten in Bezug auf deine Karriere, Beförderung, gut durchdachte Pläne, Jo. Genau. Kommt auf dich zu. So, jetzt noch eine Karte. Schon mal gut, dass der Stern dabei ist. Sechs des Winters. Positive Veränderungen stehen bevor. Eine willkommene Erleichterung nach schwierigen Zeiten. Also ich bin immer wieder überrascht. Ich habe drei verschiedene Kartendecks und Würfel. Passt alles zusammen. Vielleicht ziehst du in eine neue Umgebung um. Reist. Also es wird auf jeden Fall eine sehr positive Veränderung auf dich zukommen, wo du aus diesem ganzen Scheiß, wo du vielleicht totunglücklich und schwer krank geworden bist, rauskommst. Der Stern. Und da kannst du auch wieder hoffnungsvoll sein. Da kannst du aus diesem Hamsterrad aussteigen. Und ich denke, da kriegst du auch Hilfe dabei. Schauen wir noch einmal diese Würfel. Mein Gott. Bist auch sehr müde geworden, guck mal, machst die Grätsche, hast zu viele Lasten getragen, zu viel Verantwortung, diese toxischen Leute, die laden dir ja auch jede Verantwortung auf, die tragen ja, die machen einfach nur und da kannst du gucken, wie du klarkommst, schießen die dann permanent noch mit Pfeilen auf dich, verurteilen dich, geben dir die Schuld für ihr schäbisches Benehmen oder für das, was sie so anrichten, projektieren ihre Fehler auf dich und du bist müde. Vielleicht hast du wie ich Burnout, durch zu viel Stress. Da kriegst du aber jetzt Hilfe und Unterstützung dabei. Und die hast du dir wahrscheinlich auch besorgt. Hier habe ich die doppelte Wunscherfüllung. Den Stern, du gehst in deine Wunscherfüllung, positive Veränderungen kommen. Hier habe ich den ägyptischen Glückskäfer, den Skarabäus. Du gehst definitiv in dein Glück. Egal, wie es dir jetzt im Moment geht. Und wenn du viel negative Sachen hattest in deinem Leben, und da kommt was Positives auf dich zu, da bist du ja nicht so dumm, für Nein zu sagen. Da sagst du auf jeden Fall ja. Die Veränderung hat schon angefangen. Du hast auch die Schnauze voll von den Dingen, die wo immer wieder, immer und immer und immer wieder passieren. Passiert ja auch nur durch toxische Leute, du möchtest den Neubeginn und du gehst da auch rein, und die Spinne bleibt allein in ihrem Netz hocken, man kann ja Verträge auch lösen, so, das wär's dann mal von mir. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, da kriegst du die Videos immer angezeigt, Die negativen Kapitel werden zugeschlossen, auch von Gott. Der hat auch die Schnauze voll, Alles, was negativ ist, das richtet nur Schaden an. Und das wird auch niemals besser, Da hast du auch keine schöne Weihnachten oder schöne Feiertage und nichts mehr. Erfreuliche Veränderungen, das ist doch schon mal gut, Und das habe ich wie viel Mal da liegen. So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.